Hallo, Servus und grüß euch bei Geschichte Tag für Tag. Heute zum 1. November und wir haben noch 60 Tage vor uns. Und heute haben wir wieder den 1. des Monats, aber wie bei den anderen vergangenen Monaten ist es nicht besonders ereignisreich. Der November hat seinen Namen natürlich auch von den Römern. Und zwar war er im alten julianischen Kalender der 9. Monat. Daher auch Nov, da klingt dieses Nuevo 9 heraus. Und durch die Verschiebung ist es eben jetzt unser 11. Monat im Jahr. Und anfangen kann ich mit einem wahrlich großen Ereignis, denn heute hat ein Land Geburtstag. Und zwar wird im Jahre 996 eine Urkunde von Kaiser Otto III. Ausgestellt in Bruchsal im Schwäbischen. Und zwar schenkt Kaiser Otto III. Dem damaligen Bischof von Freising 30.000 Hektar Land in einem Gebiet das in der Urkunde Osterrichi genannt wurde. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als die Gründungsurkunde von Österreich, das Reich im Osten. Dabei dann herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an unsere östlichen, von Bayern aus gesehen, und südlichen Nachbarn. 1248 wird von einigen deutschen Kurfürsten und von anderen Adligen Wilhelm von Holland zum Gegenkönig zu Kaiser Friedrich II. Gekrönt, gewählt. Man merkt schon, wir befinden uns im Jahre 1248. Die Staufer haben einen schweren Stand. Friedrich II. Ist ein starker Kaiser. Auch dieser Wilhelm von Holland kann ihm nicht viel anhaben, aber es wurde halt immer wieder probiert, mittels Gegenkönigen die Staufer abzusägen. Mit dem Tode Friedrichs II. Im Jahr 1250 endet allerdings auch im Großen und Ganzen das Herrschergeschlecht der Staufer. Am 1. November des Jahres 1512 wird in der Sixtinischen Kapelle während eines feierlichen Aktes Michelangelos Deckenfresko enthüllt. Alle Anwesenden, Priester, der Papst, glaube ich, war da, viele Adlige natürlich. Man sagt, dass die ganze Kirche mucksmäuschenstill gewesen ist. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. So erstaunt und ergriffen war man von diesem Kunstwerk. Das erste Wort, das damals in der Sixtinischen Kapelle gesprochen worden sein soll, soll terrible, erschreckend schön gewesen sein, so die Überlieferung. Und ich finde, wenn man sich heute noch die Sixtinische Kapelle anschaut mit diesem Kunstwerk, ich verstehe dieses Staunen der damaligen Menschen. 1520. Ferdinand Magellan befindet sich auf seiner ersten Weltumsegelung. Er befindet sich im Südatlantik. Da kommt ein Sturm auf und treibt ein paar seiner Schiffe in eine vermeintliche Bucht. Vermeintlich deshalb, weil es sich um eine Verbindung zwischen dem Atlantischen und dem Pazifischen Ozean handelt. Und dieser Verbindungsweg von Magellan natürlich eingeweiht wird. Er wird Allerheiligenkanal genannt und später in die sogenannte Magellanstraße umbenannt. 1781 hebt Joseph II., seines Zeichens Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, mit dem sogenannten Untertanenpatent die Leibeigenschaft im gesamten Habsburgerreich auf. Am heutigen 1. November des Jahres 1809 kommt es zu einer weiteren Schlacht am Berg Isel bei Innsbruck. Der Berg Isel ist der, wo die Innsbrucker Sprungschanzen sich drauf befinden. Um diesen Berg herum kommt es eben heute zu einer weiteren Schlacht
der Tiroler Bauern bzw. der Österreicher gegen die bayerische Besatzungsmacht. Allerdings verlieren die Österreicher bzw. Tiroler haushoch. Das bayerische Heer ist mit 20.000 Mann einmarschiert und wollte endgültig Schluss machen mit diesen Revolten. Bayern war zu der Zeit noch mit Frankreich unter Napoleon Bonaparte verbündet. Österreich war gegen Frankreich und deshalb hat Frankreich gesagt: So, Bayern, hol dir Österreich. Hat das Versprechen eingehalten, das Tiroler Land kommt zu Bayern. Noch ganz kurz erzählt, Andreas Hofer als Rädelsführer, Freiheitskämpfer, wurde später in Mantua öffentlich erschossen. Naja, wir bleiben jetzt gleich mal in Bayern. Und zwar 1849 gibt im gesamten Deutschen Reich Bayern die erste Briefmarke heraus. Und zwar handelt es sich dabei um einen sogenannten schwarzen Einser. Ich glaube, wenn man den heute in seinem Briefmarkenalbum hat, dann hat man schon einiges an Wert in diesem Briefmarkenalbum. Am heutigen Tage des Jahres 1956 gibt die ungarische Politik heraus, dass sie aus dem Warschauer Pakt austritt. Es dauert nicht sehr lange, da fahren russische Panzer in Ungarn ein und der Ungarnaufstand beginnt, beziehungsweise wird von der russischen Seite, ich denke mal, ziemlich blutig niedergeschlagen. So, das war's im Allgemeinen dann von mir. Aber wie öfters am Ende habe ich noch ein paar Geburtstage. Und zwar wird im Jahr 1880 Alfred Wegener geboren. Dabei geht es um einen deutschen Geophysiker und Meteorologen. Wegener entwickelte die Theorie der Kontinentalverschiebung, wonach Bruchstücke eines einstmals bestehenden einzigen Kontinents auseinandergedriftet sind und dabei die heutigen Kontinente bildeten. Und damit hatte er auch recht. Ich habe letztens eine sehr interessante Doku gesehen über diesen Alfred Wegener. Er hat Vermessungen in Grönland durchführen lassen wollen. Hat ein bisschen Pech gehabt auch mit dem Wetter. Zwei Lager, das Basislager und eins im grönländischen Hochland, Eis. Das hatte er noch versorgen können. Allerdings ist er auf der Rückreise spurlos verschwunden. Und soweit ich weiß, gilt er bis heute als verschollen. Gut, das war's zum 1. November. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen und sag Servus.